willst du jetzt hin? Ich weiß es nicht. Das muss ich aber auch gar nicht belasten. Katharina, es tut mir so unendlich leid. Es war alles meine Schuld. Weißt du, was das Schlimmste ist? Gibst du nicht mal eine Chance, um dich zu kämpfen? Weil es sinnlos wäre. Ich bitte dich, wenn wir eine Chance hätten, ich würde sie dir doch geben. Ja, ja, ja. Das sagst du jedes Mal. Aber dann wäre es auch meine Entscheidung. Und so? Ich komme mir richtig überfahren von dir vor. Entmündigt. Ich hab's auch nicht wahrhaben wollen, wie sich meine Gefühle verändern. Ich musste mir absolut sicher sein. Alles andere wäre unfair gewesen. Unfair? Das ist wirklich ein reizendes Wort in dem Zusammenhang. Du willst doch auch nicht einen Mann heiraten, der dich nicht so liebt, wie du es verdienst. Alexander. Wie oft habe ich dich gefragt, was mit dir los ist? Und du hast mir nie eine Antwort gegeben. Stattdessen stellst du mich vor vollendete Tatsachen. Weißt du eigentlich, wie ich mich dabei fühle? Interessiert dich das denn überhaupt nicht mehr? Ja, das interessiert mich natürlich. Aber versuch doch zu verstehen, es ist. Es ist besser so. Für uns beide. Glaub mir. Müssen wir wirklich so auseinandergehen? Wenn ich irgendwas dazu zu sagen gehabt hätte, müssten wir wahrscheinlich gar nicht auseinandergehen. Du redest mit deinen Eltern? Ja. Und was, wenn sie dich nicht loslassen will, wenn sie um dich kämpft? So, wie wir uns verabschiedet haben. Katharina hat ihren Verlobungsring weggeworfen. Ich kenne sie. Was heißt denn das? Sie war wütend, sie war verletzt. Bestimmt will sie mich nie wiedersehen. Macht dich das traurig? Ach, Katharina ist ein so wunderbarer Mensch. Ich hätte ihr das nicht antun müssen. Trotzdem, lieber ein Ende mit Schrecken als... ein Schrecken ohne Ende, ich weiß. Sie hat es einfach nicht verdient, hintergangen zu werden. Stell dir mal vor, du hättest sie geheiratet. Und irgendwann wäre dann die Wahrheit ans Licht gekommen. Wäre das vielleicht besser? Nein, natürlich nicht. Aber ich hätte es ihr viel früher sagen müssen. Mein Gott, du warst durcheinander. Wir waren durcheinander. Das hat uns doch völlig überrollt. Unsere erste Begegnung und dann gleich solche Gefühle. Aber so kommt doch zu dem ganzen Schmerz, zu der ganzen Wut kommt auch die Peinlichkeit. Wir müssen die Hochzeit absagen. Wir müssen die Gäste wieder ausladen. Das ist für eine Frau wie Katharina ein echter Gesichtsverlust. Wie sagt man da in Bayern? Holz vor der Hütten. Das braucht man auch, damit man in so einem Teil einigermaßen gut aussieht. Hallo? Erde an Laura, bitte kommen. Was? Also erstens hätte ich gerne mal einen wertvollen Kommentar dazu, zu meinen neuen Brüsten. Und zweitens verstehe ich nicht, warum du mir so Löcher in die Luft guckst. So, anstatt Luftsprünge zu machen. Verstehst du? Sieht gut aus. Ach, wirklich? Hm? Verrat mir doch mal eins. Dein Traummann, ja? Der tut alles dafür, der krempelt sein Leben, um nur mit dir zusammen zu sein. Und was machst du? Ich blase Trübsal. Ich weiß, ich bin eine blöde Kuh. Wenigstens siehst du es selber ein. Ich bin ja auch glücklich. Ich habe die ganze Nacht von ihm geträumt. Ja, klar bist du glücklich, weil als du aufgewacht bist, war der Traum immer noch Wirklichkeit. Genau. Ja. Ich muss trotzdem die ganze Zeit an Katharina denken. Ja, ich weiß, Alexander Solo wäre natürlich besser gewesen, aber so war es nun mal nicht. Das ist das Mieseste überhaupt, einer Frau ihren Mann wegzunehmen. Wann redest du da jetzt? Er hat sich doch für dich entschieden, das ist doch was ganz anderes. Guck mal, wenn ich ihn nie kennengelernt hätte... Oh nee, bitte, was kommt denn jetzt für ein Quatsch? Überleg doch mal, wenn Lars mich nicht betrogen hätte, wäre ich niemals nach München gekommen. Ja, hätte, wäre, was, wenn, aber Stichwort Lars, die hat doch auch jemanden Mann weggenommen, oder? Schon vergessen, dass er eine Affäre mit Birgit hatte? Nee, das ist aber was anderes, weil ich habe Lars ja nicht richtig geliebt. Aber Katharina vergöttert ihren Alexander. Und die Trennung tut ihr richtig weh. Ja, es tut mir auch leid für sie. Ich habe ja auch Herz. Was könnt ihr denn dafür, wenn ihr euch mehr liebt? Bis jetzt habt ihr euch doch richtig angestrengt, dagegen anzukämpfen, oder? Ja, wahrscheinlich ist es jetzt einfach mal so. Genau. Außerdem haben meine Karten das vorhergesagt. Und Karten lügen nie. Oh. Deine Karten. Meine Karten und ich, wir haben dir vorhergesagt, dass du deinen Traummann findest. Ja, ist ja gut. Du hast ja recht. Genau. Deine Karten hätten mir ruhig auch sagen können, wie schwierig das Ganze wird. Ja, dafür sind ja auch nicht die Karten zuständig, sondern das Leben höchstpersönlich. Das macht dir mal nicht so einen Kopf. Früher oder später findet Katharina auch ihren richtigen.
Dann ist alles wieder gut und bis dahin... Bis dahin muss ich mich damit abfinden, dass ich glücklich bin und sie unglücklich. Aber Werner, warum willst du jetzt als allererstes Cora anrufen? Ja, warum nicht? Unser Sohn hat uns gerade eröffnet, dass er die Verlobung gelöst hat. Das ist eine Familienangelegenheit. Für Vater gehört Cora doch quasi zur Familie. Du wirst den nächsten Tag noch froh sein, dass Cora unsere PR-Beraterin ist und unserer Familie so nahe steht. Ja, hast du denn das nicht mitbedacht, Alexander? Die Einladungen sind verschickt, die Presse informiert. Es tut mir leid, dass ich euch in diese Situation bringe, aber ich... Du kannst nicht anders. Du hast dir diesen Entschluss sicher nicht leicht gemacht. Nein, nur dass er damit mal kurz die Existenz seiner Familie aufs Spiel gesetzt hat. Und warum? Wegen ein paar verschwommener Unlustgefühle machst du eine großartige Frau unglücklich? Mein Gott, bin ich von dir enttäuscht. Ach komm, Vater, dir geht's doch nicht um mich und meine Gefühle. Dir geht's auch nicht um Katharina, dir geht's ums Geld. Alexander. Na komm, lass ihn doch ruhig erklären. Ist doch wahr. Wenn ich Katharina nicht heirate, kommst du nicht an ihr Kapital ran. Da musst du den Fürstenhof verkaufen, um diese Hypothek abzulösen, die du für dein Grundstück aufgenommen hast. Ist er nicht ein kluges Kerlchen? Ach, jetzt hört auf, alle beide. Es steht hier wirklich mehr auf dem Spiel als nur geschäftliche Interessen. Na, nur, dass damit unheilvoll die Gefühle gewisser Menschen verknüpft sind. Oh, Vater, diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Wir hatten hier dieses Land gekauft, ohne solide Finanzierung. Nur deshalb ist der Fürstenhof in Gefahr. Nicht nur der Fürstenhof, Alexander. Denk an die vielen Menschen, die wir entlassen müssen. Ja, und deshalb will ich doch tun, was ich kann, um das zu verhindern. Ach, die Klinken, die du dafür putzen müsstest, habe ich schon längst im Land gewienert. Vater, ich werde Katharina nicht heiraten, nur damit dein Geschäft aufgeht. Im Gegensatz zu dir bin ich eine Kämpfernatur. Ich bin jemand, der wagt und gewinnt. Wenn jemand den Fürstenhof retten kann, dann ich. So, und jetzt entschuldigt mich. Gott. Mutter. Es tut mir leid, es tut mir so entsetzlich leid. Ich weiß doch, wie sehr du an allem hier hängst. Wir werden schon eine Lösung finden. Bis wir die Hypothek zurückzahlen müssen. Da geht ja noch etwas Zeit. Wie hat sie es denn aufgenommen? Katharina? Hm? Kennst sie doch. Mit Würde. Aber ich glaube, ich habe sie sehr verletzt. Alles wird gut. Ganz bestimmt. Ich muss weitermachen. Pass auf dich auf, ja? Wir sehen uns ja bald. Guckst du schon mal, ob mit meiner Suppe alles in Ordnung ist? Mach ich. Genau das werde ich nicht tun. Alexander, bitte. Bitte lass mich ausreden. Wir kennen uns jetzt schon so lange, aber seit gestern habe ich das Gefühl, ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dich liebe. Und verdammt nochmal, es ist mein Recht zu erfahren, was du denkst und was du wirklich fühlst. So was halbherzig wie... Die Gefühle haben sich eben verändert. Damit lasse ich mich nicht abspeisen. Gut. Ich fürchte zwar, damit machst du es dir und mir noch schwerer, aber letztendlich ist es... meine Entscheidung. Das Gepäck lasse ich vom Pagen holen, wenn es recht ist. Heißt es, es klappt, ja? Oh, ich freue mich so. Ja. Bis morgen. Gute Nachrichten? Ach, hallo, Herr Seifel. Ja, mein Vater kommt morgen. Ihr Vater, Peter Mahler? Mhm. Woher kennen Sie denn seinen Vornamen? Ich glaube, das haben Sie irgendwann mal erwähnt. Ich freue mich so wahnsinnig. Ich habe extra für ihn ein neues Pralinenrezept ausprobiert. Mit Bitterschokolade und feinstem Obstbrand. Und obendrauf, oh Gott, ich freue mich so. Ihr Vater wird wirklich verwöhnt. Ich wollte, ich wäre an seiner Stelle. Wegen der Pralinen? Auch. Ah, da kommen die frischen Sachen für Robert, direkt vom Bauern. Ach, übrigens, das mit ihrem Sohn und Marie, das tut mir so leid. Auch für ihre Frau, das muss sehr traurig für sie beide sein. Sie hängen sehr an ihm, nicht wahr? An meinen Vater, ja. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt und wir haben ja nur uns beide. Deshalb habe ich ihm auch nichts gesagt. Sie haben nicht. Nein, von ihrem Verhältnis zu meiner Mutter. Sie hat mich doch darum gebeten. Ja, das war Susannes Wunsch. Ja, und mein Vater würde es nur unnötig verletzen. Ja, wie gesagt, er kann sich wirklich glücklich schätzen. Herr Seifel, stimmt irgendwas nicht? Nein. Ich warte nur.
Auf das Lächeln. Das Lächeln. Das, ja. Sie machen mich ganz verlegen. Ja, aber da ist es doch, ja. So, jetzt lassen Sie den guten Mann nicht länger warten. Natürlich. Bis bald. Und vergessen Sie Ihr Lächeln nicht. Darf ich Sie wärmen, schöne Frau? Du siehst traurig aus. Katharina ist wieder da. Sie sagt, sie will mich nicht einfach freigeben. Das würde ich an ihrer Stelle auch nicht tun. Hast du ihr denn von mir erzählt? Nein, noch nicht. Ich wollte sie nicht noch mehr verletzen. Mir ist doch klar, dass sie nicht loslassen kann. Sie will doch begreifen, warum du sie verlässt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das war schon schmerzlich genug, den Schlussstrich zu ziehen. Ja, ich weiß, ich wäre sie schuldig. Wir waren 5 Jahre zusammen. Was ist los? Hast du Angst, dass ich mich wieder auf sie einlassen könnte? Nein. Nein, ich vertraue dir doch. Aber begeistert bin ich nicht. Ich habe schon deinen Eltern gegenüber so ein schlechtes Gewissen. Und jetzt Katharina noch jeden Tag zu sehen. Weißt du, sie war immer so nett zu mir. Du, übrigens, ich habe eine Überraschung. Mein Papa kommt morgen zu Besuch. Schön. Habe ich endlich jemanden, bei dem ich mich über dich beschweren kann. Ey. Meine Tochter. Herr Saalfeld? Für Sie. Damit Sie mir nicht mehr vorwerfen, ich würde nur meinen Vater verwöhnen. Laura. Ja, probieren Sie mal. Sehr köstlich. Sie verwöhnen Ihren Vater wirklich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier. Schönen Aufenthalt. Hallo. Hallo. Ich weiß, es ist alles nicht leicht für dich, aber für mich auch nicht. Schließlich hast du mich verlassen. Warum tust du dir das an? Ne? Du meinst, packe ich nicht einfach meinen Koffer und verschwinde? Ja. Das wäre dir wohl am liebsten, oder? Keine Sorge. Ich will mich nicht an dir rächen. Was dann? Mein erster Gedanke war, einfach abzuhauen, aber Alexander, wir sind seit 5 Jahren zusammen und wir kennen uns eine halbe Ewigkeit. Es kann doch nicht plötzlich alles vorbei sein. Katharina, wenn du die Hoffnung machst, dass wir wieder... Du musst lernen zu akzeptieren, wie es ist. Ja? Das sage ich dir als Freund. Ich will endlich verstehen, was in dir vorgeht, Alexander. Dass du genau bist.